Advanced Fabricator und 2 Advanced Machine Casing at. Mach noch einen, bei mir auch. 3 Machine Casing. Ja, 3 Stück. Advanced? Advanced, ja. Okay, mach da. Wie man hört. Brr, 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 brr. Jetzt hat er die alten Platten, die ich gemacht habe, gerade wieder verwendet. Toll. Super, weißt du. Oder hat er die? Warte. Hat er die? Oh, schön. Nee, Moment, Moment. Doch, hat er. Ja, macht er. Er benutzt meine, die ich gerade, die 10 Stück, die ich gerade gemacht habe, macht er jetzt gerade nochmal weg. Ah, jetzt muss ich nochmal 10 Stück. Ach, 10. Jetzt sind sie schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ich warte, bis er fertig ist. Ja, würde ich auch sagen. Gut, 3 sind schon fertig. Und wir haben einen Mass Fabricator Energy to Matter. Yeah. Vorerst machen wir nur einen, irgendwann machen wir 100, weil wir die dann alle bepowern können. So, stellen wir den hin. Am besten dahin, wo eine HV-Maschine steht. Weil ich glaube, der saugt uns sonst den Reaktor leer. Der produziert ja immer noch Batterien, ne? Ja, der produziert immer noch Batterien. Aus irgendeinem Grund produziert er immer noch einen Energiekristall, den hat er doch schon gemacht. Ich glaube, das Ding ist schon wieder doof, kann das sein? Ich brauche mal kurz neue Melonen. Wo sind sie? Da sind sie. So. Wie lange der braucht, um hier das MI-System richtig anzuzeigen, ey. Luminator mache ich jetzt 8 Stück. Wieso brauche ich 8 Stück davon? Ich brauche doch gar nicht so viele. Boah, es gibt's doch hier nicht. Okay, dann mache ich mal die Pattern. Wo sind denn die ganzen Eisenplatten? Achso, die habe ich gerade verbraucht, bestimmt. Wie der sie aufführt, ey, ist doch krass. Reinforced Glas. Boah, wir brauchen diesen Reinforced Stone. Dafür brauchen wir. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, deswegen muss ich gerade nachgucken. Indos Trialcraft brauchen wir. Ich muss die Dinger anhand ihrer Textur finden, weil ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Reinforced Glas. Den kann man nicht einfach so craften wie damals, sondern den muss man jetzt herstellen, und zwar brauchen wir dafür, wie heißen die Dinger? Also schon mal, jetzt fehlen nur noch die Dinger hier. Ja, genau, irgendwas mit Iron. Coil, eine Coil, okay. 2 Coilen, oder? Das ist das Scaffold, genau. 4 Iron 4 Scaffold Coil. War das. Iron Scaffold war das, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Haben wir die schon? Muss man sich in dieser scheiß Maschine herstellen lassen? Die können mich am Arsch lecken, können die mich. Was ist los? Iron Item Casing brauche ich, um einen Iron Fence herzustellen. Ja, wahrscheinlich. Das war gut. Okay, ich brauche 3 Stück. Und ich brauche jetzt Tin Item Casing. Ach, Iron. Moment, ach, Iron Item Casing, brauchst du die gerade? Tin-Item Casing brauche ich. Und diese scheiß RE-Batterien klauen mir die dann. Warum? Das ist doch scheißendreck. Ey. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Außer wenn es automatisiert wäre. Aber es geht nicht. Ich brauche 4 Stück. Also, nee, 8. Warte mal. 4 Stück brauche ich. 4 Stück nur. Klauen kann ich mich das viel zu schnell weg. Tin. 2. Ah, da haben wir schon mal 2. Die werden aber jetzt. Da haben wir nochmal 2. Ah. Ich hab nur 6 gebraucht, egal. Scan, naja, scan. Habe ich jetzt den Scanner schon? Habe ich schon? Los, komm schon. Jetzt aktualisiert es schon. Dann brauchen wir den CF-Sprayer. Ich hab den Scanner schon, Kevin. Iron hier Item Scanner. Casing. Wo stell ich den hin? Ja? Darüber an die. Geräte. In die Mitte, an der Ecke. Ich brauche auch Tin Item Casing. Klausel dir einfach. Tin Item Casing. Tin. Dafür nehme ich mir einfach Tin, gehe an die Maschine und klaue die mir einfach, bevor sie rausgenommen werden. Das geht nicht, das geht so schnell. Soll ich hier in die Mitte stellen oder wo? Dann nehme ich halt die Dinger raus, weißt du? In die Mitte oder wo?
In die Mitte oder wo? Hier. Nein. In die Mitte kommt der Pattern-Encoder. Waiting no storage. Waiting no storage. Achso, weil wir kein Storage haben, stimmt. Okay. Ja. Messfabrikator, haben wir den schon? Messfabrikator. Geht der schon? Haben wir da schon alles? Nein. Oder hast du das in dem Inventar? Oder hast du den schon fertig? Was ist denn? Ich kann gerade nicht. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass das Ding hier ist. Ja, den Messfabrikator habe ich. Ja, gib her, stell den hin. Was geht da mit? Hä? Das verstehe ich gerade gar nichts mehr. Da ist er. Müssen wir ja noch ein Tesseract hinmachen, Tin Item Casing brauche ich. Den müssen wir doch auch noch ein Tesseract hinmachen, oder? Ja. Nee, hilf es. Wie produzieren wir jetzt nochmal Meter mit was? Mit einem Messfabrikator. So. Kann das wieder. Ja, rein. Aber mit dem Messfabrikator produzieren wir doch kein Meter, da tun wir doch, Hä? Gut, dann brauche ich. Man produziert mit Messer Unimeter und braucht damit auch Unimeter, um zu machen, oder was? Oder wie ist das jetzt? Der Messfabrikator stellt's her und der Ding benutzt es, der Replicator. Was ist daran so schwer? Da drin ist so nichts so schwer jetzt zu verstehen, oder? Wir haben einen Scanner, einen Pattern. Storage und Messfabrikator. Ach, Marcel, schmeißt sich alle aus dem Fenster, heißt er. Wo ist der letzte? Fehlt da dann was, oder was? Oder nicht? Was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt noch? Gar nichts fehlt mehr. Der Pattern Storage fehlt noch. Den Messfabrikator stellen wir da aber nicht hin. Wo steht er dann? Da, wo du noch die nächste Ding anschließt, die nächste Windmühle. Muss ich den wieder abbauen, ja. Iron. Die nächste Windmühle? Was ist hier denn los? Ja, wir brauchen eine für den Messfabrikator und eine für den Dingsbums, für den Replicator. So, dann brauchen wir CF Powder. Okay. Das müssen wir uns so herstellen aus Stone Dust. Stone Dust bekommen wir wie? Das ist ja schon mal schön zu wissen, dass man den so bekommt. Stone Dust. Aus Cobblestone. Na, also geht doch. In die Thermal Centrifuge. Die hätte ich eigentlich schon mal anheizen sollen. Das habe ich jetzt aber vollkommen vergessen. Deswegen wird es jetzt erstmal ewig dauern. Ich mache da immer einen Hebel hin. Dann heizt die sich jetzt halt hier auf. Oder auch nicht. Ich klaue mir mal ganz kurz von dem Kompressor. Ne, vom Kompressor nicht. Was brauchen wir nicht? Den Extraktor brauchen wir gerade nicht. Da hole ich mir mal ganz kurz die Overclocker und dann ist die Maschine kaputt. Weil die viel zu schnell produziert. Dann haue ich hier mal ganz kurz Dinge rein. Stone Dust, mein Schnarch. Stone Dust. Wie viel brauchen wir davon eigentlich? CF. Wir brauchen davon 8 Stück Sand und Clay. Okay. Was macht man aus dem CF-Powder? Das musst du in den CF-Sprayer machen und dann bekommst du diesen Reinforced Stone. Das wird hier aber nirgendwo gesagt, ne? Ja, weil das halt kein Rezept ist. Kein Crafting-Rezept. Ja, das ist ja aber auch kein. Der Canning-Maschine ist auch kein Crafting-Rezept. Will ich schon mal sagen. Ja. Doch. Was? Nee. Ach, egal, vergiss es einfach. CF. Ich hoffe wirklich, dass das noch alles fertig wird. Oh, schon 188 Scrapbox. So, dann muss ich dieses Ding hier umstellen. Fill Cell from Tank. Das mache ich jetzt eigentlich. Fuel Enriched Tank or Cell. Warte, ist auch gut.
Genau. Ja. Wo ist denn das jetzt? Was? Das Ding ist weg. Wie? Was? Hä? Sehe ich nicht. Dieser CF-Powder ist weg. Ach, da liegt so. Der. Hä, ich verstehe das gerade nicht. Fang doch bitte an zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, das war da nie so. Steht da nirgendwo so. Ich muss mal ganz kurz in dem Video nachgucken. Ansonsten kriege ich das heute nicht gebacken. Oh, wenn ich da drauf gehe, geht alles dunkel. Dunkel. Flackern. Ja. Ich will mir jetzt mal. Wie heißt nochmal dieser schnellere Stein? Wie heißt der? Wie heißt was? Der schnellere Stein. Brownstone. Ach so, man muss Wasser rein tun. Ja, das muss man ja schmarrn gesucht. Scheiße, wir haben kein Wasser da, ne? Kein Wasser da? Ich muss mal eine unendliche Wasserquelle hier irgendwo hinzaubern. Elektrum, was war das nochmal? Elektrum, Ingot, achso. Molten Silber und Gold. Ist das besser als Zinn? Das kann man noch benutzen. Molten Elektrum und Double. Wenn man Double Compressed Gravel macht, 81 und 11.664 Millibucket Molten Elektrum hat, kann man 81 Brownstone gleichzeitig stellen. Ey, ich verstehe das Ding hier gerade nicht. Was ist das hier? Compressed Gravel. Tin. Ach, dein Ernst, jetzt muss ich das mit einer Pipe reintun. Och, Mann. Ja, genau, mit einer Pipe kann ich das da nur reintun. Ey, die können mich mal. Kann ich nicht eigentlich auch das automatisieren? Wie das Glas? Was? Eigentlich schon, oder? Diesen Stein, ja, schon, oder? Ein Wassertank bräuchte ich gerade noch. Oder? Hä? Das Glas. Automatisieren. Welches Glas? Wie das Clear-Glas kann ich doch eigentlich auch die Dinger hier Nee, kann ich nicht. Okay, geht nicht. Nee, geht nicht. Ach, egal, dann mach ich so. Flu. Tin. Das ist jetzt wieder so ein Scheiß, dass das muss man das mit einem Ding da reinmachen. Pipe muss man das da reinfüllen. Total der Scheiß. Pneumatic Servo. Handschuh. Umstellen auf Ausgang. Rausziehen lassen. Und fertig. Und dann tue ich dem jetzt halt hier einen Eimer Wasser rein. Sehr gut, es funktioniert. Bin ich ja beruhigt, dass das funktioniert. So. Mach die da mal weg, da. Ist gerade ein bisschen doof, ich weiß. Ich hätte mich darauf mal vorher informieren sollen. Ja. Aber, naja. Ja, das wusstest du, ich hab schon. Ja, ich wusste es. Ich habe mir das Video schon ein paar Mal angeguckt, aber ich hab's immer wieder vergessen. Also gut, das müsste jetzt halt so passen. Jetzt muss das dahin und das muss dahin. So, jetzt arbeitet das hier. 16 Millibucket. Nur 16 Millibucket? Das war nix. So, jetzt haben wir hier 1000 MB von diesem Konstruktionsschaum drinnen. Und damit machen wir jetzt halt Folgendes. Ja, da ist gar nichts drin, da ist nur Wasser drin. Okay. Eine Canning Machine. Ja, da soll ja auch nichts drin sein. Was war da ist was drin? 24. So, wir stellen jetzt halt diese Dinge hier auf. Die kann man übrigens. Oh gut, das geht irgendwie nicht. So, jetzt brauchen wir Sand. Hä? Weil das müsste jetzt aushärten und mit Sand können wir das einfach instant machen. So. Hä, wieso hat er jetzt nur eins gemacht? Was ist denn hier kaputt?
verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt mal überhaupt nicht mehr. Hä? Okay, sehr schön. Das dauert jetzt erstmal ewig abzubauen. Schnarch. Wieso geht denn das nicht bei immer, Kevin? Was ist denn, Marcel? Was hast du denn, mein Kleiner? Oder tut das Ding jetzt raussaugen, das ME-System? Ups. Nein, nein, na. No. Du musst ja noch chiseln, ne? Kacken, Scheißtricks. Ja, ich bin ruhig, ich sag nichts mehr. Ich bin ganz leise und ganz. Ja, es ist nicht an dir, ich bin an dem Scheißsystem hier. Ich nehme jetzt einfach den Hammer. Wahrscheinlich setzt der ganze Stein weg. Oder? Geht das mit dem Hammer? Gleich wieder einschmelzen, ey. Ja, es geht. Geil. Gut. Ja gut, das wird rausgesaugt. Na gut. Gut, der CF-Sprayer ist jetzt halt empty, drauf geschissen. Kann ich nicht, das lasse ich mal so. Okay. Jetzt brauchen wir Clay-Blöcke. Ich weiß nur gerade nicht wie viel. Also was haben wir jetzt halt schon? Den Scanner haben wir schon, ne? Jetzt bauen wir halt die Pattern. Okay, es wird alles raus. Ist alles okay. Alles gut. Pattern Storage. Wir brauchen dafür 3 Stone-Dinger, einen Advanced Machine Casing und einen Advanced. Okay. Advanced Machine Casing. Einen bauen und einen Advanced Circuits sollst du mir bauen. Dann. Was war das andere? Genau, diese Memory-Dinger. Memo. Das Lustige ist jetzt, wenn man jetzt halt hier draufklickt, wie man ein Crystal Memory herstellt, weiß er kein Rezept. Wenn ich jetzt halt aber einen Crystal Memory Raw anklicke und frage, wie ich den benutzen will, zeigt er mir ein Rezept an, dass ich es schmelzen kann zu einem Crystal Memory. Warum kann er nicht mir anzeigen, wenn ich das herstellen will, dass ich das so mache? Das ist sinnlos, ihr doofen Entwickler. Dankeschön. So, wir brauchen Obsidian Dust und Silicon Dioxid. Silicon Dioxid bekommen wir aus 4 Clay Dust in der Thermal Centrifuge. Und dafür brauchen wir Clay Blöcke. Da bekommen wir 2 im Macerator. Das heißt, wir suchen nach Clay und craften uns Clay Blöcke. Gleich habe ich einen Stack, juhu. Das geht ja, das ist hier ein Scheiß, weißt du? Zum Glück muss ich es nicht rausholen. Das wird das. Ich habe erst gedacht, das MI ist. Also, die verschwinden einfach. Also, 5. 5 und Obsidian Dust brauchen wir. Okay. Oder Pulverized Obsidian. Obsidian, ja, ist kein Ding. Muss mich gerade mal richtig hinsetzen. So. Silicon Dioxid. 4 Stück. Gibt einen. Okay. Oh, ich glaube, den habe ich jetzt zu früh reingetan. Ja. Ich bin hier schnell, ja. Ich darf nur die Reihenfolge nicht verwechseln, sonst mache ich wieder einen Block, der muss dann wieder einschmelzen. Der immer noch nicht durchgeschmolzen ist. Na, hat doch nicht gereicht. Hä, hab ich mich jetzt nicht verwechselt? Egal, ich schredder einfach alles ein, was jetzt geht. Wie viele sind da noch drin? Boah, wie viel da noch drin ist? Geil, ich hab hier einen Bug. Bei mir ist das GUI verbuggt. Ja, das ist ja total lang gezogen, ne? Ist es bei dir auch jetzt? Ja, das bei mir auch. Geil.
Ja, schön, danke schön. Das ist ein tolles Feature, muss ich sagen. Ja, das ist ein Feature, das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das so, Pulverized Obsidian. Soll er mir gerade so langsam nervt das ja aber benutzen? Auch, weißt du? Warum kann man das hier nicht automatisieren? Oh, da ist er schon. Ne? Kann man eigentlich. Ich meine, dass der KW immer reingelegt wird, meine ich. Das geht du auch musst gar nicht. Den Hopper dran machen. Ja, toll. So, eine haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Silikondioxid. Ich glaube, ich mache jetzt noch den Stack oder ich mache den Ding hier noch fertig. Hat genau gepasst. Und den Rest, also wenn ich mache jetzt, boah, das sind noch 21 Ingots, das ist ja Hammer. Schon zwei Stacks habe ich. Zwei Stacks habe ich schon gemacht, Gavin. So, die lassen wir kurz durchschmelzen. Ich habe nur einmal den hier voll gemacht, ne? Das ist, boah, wie viel das ist, ey. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben Sachen gebaut. Und zwar die Memories.